Willkommen zurück, bei Minecraft, beziehungsweise bei Let's Play, oder beim Let's Play von Minecraft, so, muss ich erstmal wieder richtig hinsetzen. Und ihr merkt schon, es ist währenddessen Nacht geworden, nicht nur währenddessen ich, mir Befriedigung verschafft, also nicht diese Befriedigung, sondern mir Erleichterung verschafft habe, sondern tatsächlich auch, während es im Hintergrund gerendert hat, und, nein. Ein Monster. Hier ist ein Monster in der Nähe. Musst du hauen mit Schwerte drauf. So, wo bist du? Welche blöde Vieh? Ich hör's doch. Kannst du mir mal erklären, wo das Vieh ist? Da wollte ich gar nicht hin. Tut mir leid. Geh weg. Ja, wow, du kannst wieder brav in deine Koje gehen. Es wird sowieso gerade morgen, aber ich beschleunige das ganz kurz. Ungefähr so sieht es immer aus, wenn ich ins Bett gehe nach am Wochenende. Es regnet draußen und der Morgen graut. Und ich stehe dann auch meistens erst wieder gegen Nachmittag auf und ja. So, die Truhe ist ja noch leer. Aber wir arbeiten ja dran. Wir müssen ja nur hammermäßig viele Kühe schlachten, um zu unserem Ziel zu kommen. Von daher sehe ich da gar keine. Immer diese Spanner. Gehst du wohl wieder ins Feuer? Mein Gott. Ja, also von daher sehe ich eigentlich keine Probleme, unser Ziel zu erreichen. Mit den Büchern und den Bücherregalen. Also, ich meine, es ist ja nur wirklich ein ganz geringes Übel. Also komm, wir dürfen das nicht so eng sehen, dass man auf einmal für scheiß Bücher Leder hinblättern muss. Egal. Ja, ich habe mich jetzt die letzten paar Folgen schon ein wenig öfter darüber aufgeregt. Ich weiß. Warum eigentlich die Glowstone hingeschmissen? Pflanzenblätter, Samenbank, Knochen, Fäden, Bücher, Pfeile, Werkzeuge. Leder, Gold, Eisen. Da ist es drin. Mit diesem Glowstone-Staub kann man ein wenig was machen. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Da, ich bin so blöd. Dort ist doch das Ding. So. Und zwar kann man damit unglaublich interessante Dinge machen, wie hier. Dort haben wir auch noch Feuerkugeln, aber die kosten zu viel. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kamen, dass das mit 3 gerechtfertigt ist. Die müssten eigentlich noch viel mehr wert sein, was da rauskommt. Ah ja, mit Holz, Kohle und Kohle. Das finde ich immer noch toll. Kürbislaterne, Fackel. Okay, also wir können hier praktisch den Glowstone machen. Machen wir uns mal gleich ein paar. 6. 6 können wir rausholen. Und wenn wir den jetzt platzieren, zum Beispiel hier drüber, direkt über dem Buchsalon. Also genau hier. Und an diesem Punkt. Dann hätten wir eine wunderschöne Lampe. Das sieht aber scheiße aus, wenn da so ein Block in der Luft hängt. Deswegen machen wir es nicht. Oder später mal. Was damit auch noch möglich ist, man kann das Ganze auch nochmal umarbeiten zu, da müssen wir auf die Ebene hier, einer Redstone-Lampe. Dazu müssen wir den Glowstone bitte packen, das kostet uns 4 Redstone. Das ist dann eine Lampe, die man ein- und ausschalten kann. Indem man dort ein Redstone-Signal ranbringt und so weiter. Ist keine große Geschichte an sich. Würde ich ganz gerne machen, in Verbindung mit sowas hier und dann als, ja, mehr oder weniger, obwohl wir haben ja keinen Platz, durch den Keller haben wir leider keinen Platz für so eine Spielerei, schade. Müssen wir in einem anderen Haus vielleicht mal machen. Trotzdem würde ich das Zeug schon mal ganz gerne irgendwo einbauen. Schauen wir da einfach mal, was wir oben so haben zum Rumbauen. Und ich will die, ach ja, ich wollte ja die, ich renne hier schon wieder hin und her wie in so ein gesenkter Hamster. Aber ich wollte ja das Holz holen und Möbel herstellen. Und das vielleicht sogar mit einer kleinen Tour, die wir nochmal machen werden. Also nehmen wir jetzt erstmal das Eichenholz. Das haben wir ja sowieso. Und, ach, wir hatten ja noch Leitern. Hoppla. Upsi. Entschuldigung. Na gut, dann hatten wir halt noch Leitern. Jetzt haben wir immer noch Leitern. Ist auch ganz gut. Wir nehmen uns nämlich mal eine Axt hier raus und gehen dann nochmal kurz in den Dschungel. Denn dort würde ich nochmal ganz gerne ein wenig Dschungelholz holen, damit wir das für Möbel verwenden können.
Bilder wären auch nicht schlecht, die würden das ganze Ambiente noch so ein bisschen aufbessern. Und ich glaube, bevor wir tatsächlich mit dem Zeug hier anfangen, ich lege mir mal die Axt ganz kurz ins Invi. Das Eisenschwert ist sowieso durch, das können wir also schon nach oben nehmen. Dann zock ich mal meinen Schwertler und gehe auf die Kühe. Oh. Zu freundlich. Nee, da, ich hab's gesehen, aus dem Augenkneist heraus. So, und jetzt geht's weiter hier vorne Richtung Dschungel. Und was ich im La Dschungel will, ist einfach die Holzart, die man. Da steht eine Kuh. Eine Kuh, die macht Mu. So, liebe Kuh, wie geht das mit dem? Genau, das war ein Mu und da ist ein wenig Leder. Gut, weiter geht's. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Dschungelholz will ich holen, weil das kann man gut für unsere Projekte nutzen. Im Sinne von, man kann das einfach, ist eine wunderschöne Holzart und die kann man schön einbauen dann als Möbel, so Mahagoni-Holzmäßig praktisch, ne? Und da wir gerade sowieso hier sind, flupp, nehmen wir auch gleich mal die Kakaobohnen mit. So. Damit sind tatsächlich Melonenbohnen der einzige Grund, warum man überhaupt, oder Melonensamen der einzige Grund, warum man überhaupt noch in den Dschungel rennen oder in Minen rumrennen sollte. Abgesehen natürlich von den Erzen. Aber es gibt keine andere Frucht mehr, die man sonst dort noch als einziges findet. Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Money, money, money. Oder halt ein paar Setzlinge. Ja, ein Setzling. Hervorragend. So, das löst sich jetzt schön alles auf. Der Start ist in Auflösung begriffen und wir können uns ohne schlechtes Gewissen wieder zurückmachen. Wir haben sogar einen Setzling bekommen. Zwei Setzlinge. Oh. Und damit können wir dann irgendwann mal wieder. Die kommen jetzt in die Samenbank und dann können wir das Ding irgendwann mal wieder aufforsten, wenn wir zu vorwitzig waren. Aber ich glaube nicht, dass es jemals so weit kommen wird, dass ich Dschungel abholzen werde im großen Stil. Einfach weil mir die Bäume einfach zu groß sind. Ich mache meistens auch einen großen Umweg um Fichten. Oh, Fichten. Bevor wir die Einrichtung machen, würde ich ganz gerne nochmal. Ich weiß, das ist nervig mit dem Rumgesegel. Aber ich würde ganz gerne wirklich nochmal Fichtenholz holen. Ja, ich höre schon auf. Ich richte schon mal so notdürftig gebrochen Wolle. Ich habe doch gesagt, das wird mich da unten verunsichern. Das habe ich aber ganz schön erschrocken. So. Ja, wir haben jetzt Dschungelholz. Man sieht schon, es hat eine ganz andere Färbung. Das haben wir jetzt auch zu unserer freien Verfügung hier, wenn es darum geht. Schnauze. Wenn es darum geht, Möbel zu bauen. Was steht denn in unserem Keller oder was ist da los? Der ist da hinter der Wand. So ein aberwitziger Zombie. Gut. Wir brauchen das. Das war wieder das Virenschutzprogramm, was die Schnauze nicht halten kann. Ja, das Virenschutzprogramm, das die Schnauze nicht halten kann. La 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 la. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin heute irgendwie gerade musikalisch angehaucht. So. Jetzt brauchen wir Sitzecken. Ich würde ganz gerne hier so ein. Ja, mehr oder weniger. Doch, mehr oder weniger gemütliches Eckchen haben, wo man halt wirklich so ein bisschen sitzen kann mit einem Tisch, so nah an der Küche dran und von mir aus kann man, oder machen wir das hier vorne, ich weiß gar nicht. Gute Frage. Machen wir hier das Sitzeckchen oder dort? Oder hier? Wir brauchen noch die Wolle für den Teppich, fällt mir ein, aber das kann später mal dazu kommen. Also, wenn wir hier ein Bücherregal. Ich möchte sie gar nicht mehr erwähnen, die Bücherregale, aber ich muss es ja tun. Die sind ja elementar wichtig. Wenn wir jetzt hier so eine kleine Sitzecke praktisch machen mit einem Tisch und so, dann hätten wir hier so praktisch so was zum Essen, zum Sitzen. Hier drüben könnte man ganz chillig dann so eine Lounge-Ecke hinsetzen oder so. Ich bin selber noch nicht so ganz entschlossen, was hier überall hinkommt. Hier würde sich ein Tisch oder sowas machen, so ein Beistelltisch, wo man dann schön rausgucken kann. Die Frage ist, wo kommt der Essbereich hin? Ich würde ihn, glaube ich, ganz gerne. Ich meine, der Tresen hier vorne, da kann man es natürlich auch schön dran essen, aber es ist dann natürlich eine offene Küche und da kann man am schönsten eigentlich hier in dieser Ecke
mit ein paar Bildern garniert, schön sitzen und sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen durch die Fenster. Nebenbei zieht nochmal durch die offenen Fenster auch der Gestank der Tiere von draußen mit herein. Herrlich, so richtig schön, richtig schöner Tiermief. Wie man sich dem vorstellt halt, ne? Es stinkt alles, die ganze Bude stinkt nach vergammelndem Heu. Ja, ich höre schon auf. Natürlich sind Tiere auch wunderschön. Und dieses Tierfeeling auf einem Bauernhof kann natürlich auch wunderschön in so, eingefangen werden halt in, keine Ahnung was, beim Rausgucken, wie in Massentierhaltung die Tiere vor sich hin vegetieren. Nö, wir werden da schon noch eine schöne Scheune oder sowas hinbauen. Da lasse ich mir einfach. Was nehmen wir denn als Tisch? Nehme ich da wieder diesen. Soll ich da tatsächlich diesen Einweg-Tisch nehmen, den ich sonst immer nehme? Dieses. Diese Trittplatten auf den Zäunen? Druckplatte. Davon werden wir noch einige brauchen, glaube ich. Wir wollen ja ein paar Tische hinzaubern. Andererseits so eine schöne Kommode wäre auch was Geiles mit einem schönen Stein. Oh, eine Steinkommode. Haben wir Sandstein? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben normalen Stein. Druckplatte. Gut. Wir haben aber auf jeden Fall Ziegel. Und da haben wir auch noch zwei Ziegeltreppchen. Mit denen lässt sich doch bestimmt ein schöner Tisch garnieren. So. Weil man kann ja auch Topfblümchen machen. Aber andererseits Ziegel haben wir ja hier schon als Baumaterial. Das nehmen wir vielleicht nicht unbedingt. Machen wir die mal wieder rein. So. Gut, was machen wir denn sonst? Färbemittel, da haben wir die Blume drin. Die werden wir später noch brauchen. Wobei ich ja schon fast überlegt, wäre ein paar Gras. Oh, wir müssen erstmal pennen gehen, sonst haben wir hier gleich wieder ein Haufen Monster, die uns das Leben zur Hölle machen. Was hier im Schlafzimmer auf jeden Fall auch noch fehlt, ist ein Schreibtisch. Dafür würde ich vielleicht sogar hier vorne den Platz nochmal überarbeiten. Andererseits haben wir natürlich hier sowieso am Eingangsbereich einen Dreierplatz. Da könnte man auch einen guten Schreibtisch einbauen. Der ist natürlich, da hat man nicht so die Aussicht, aber man ist auch nicht so abgelenkt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Dann machen wir das einfach mal. Klack, klack, klack. Das ist praktisch jetzt der Schreibtisch und davor haben wir im passenden Holzstil natürlich. Ist vielleicht blöd, wenn der Stuhl hier so im Weg steht beim Reinkommen, war. Aber ich glaube, das müsste auch so wirken. Ja, es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Schreibtisch. Da ist der Stuhl halt rangestellt. Und ich glaube, genauso werden wir unten auch so ähnlicher, wo unten die Kommodentische auch machen. Ich glaube mal. Das mit dem Mahagoni, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt einfach mal, oder nennen wir es direkt mal Tropenholz. Dann nehmen wir uns auch keine Holzart fest, sonst muss ich mir wieder anhören. Das ist aber Bankierei. Ja, von mir aus kann es ja sein, was es will, aber für mich ist es einfach Tropenholz so. So, und das Tropenholz, das könnte man auch gut hier als Tisch verwenden. So als, aber nicht so als großen, sondern praktisch hier so flupp. So. So, nur so als praktisch so als Tisch. Ist mal was anderes, finde ich. Als immer nur dieselben Druckplattentische zu verwenden. Da könnte man sogar sich drauf einlassen, dass man sagt. Das ist so ein runder Tisch, der sich hin und her schieben lässt. Also einmal so und so. Da hat man praktisch wirklich so ein Vierer-Tisch, der hier an der Sitzreihe mit angelehnt ist. Und man kann da praktisch ja zum Saubermachen immer noch hier hinterlang gehen. Das ist praktisch eine schöne offene Couch. Ich wollte jetzt nicht so unbedingt an die Wand drücken. Das mag ich eigentlich nicht so wirklich. Aber dafür kann man zum Beispiel jetzt hier schöne Kommoden hinzaubern. Zack. Und wenn man dann noch Holz hätte, würde das auch schön gehen. Dann lassen wir uns eher das Bankierei oder Tropen. Ich komme schon wieder auf. Jetzt muss ich aber mich wirklich darauf eingewöhnen, dass ich Tropenholz sage. Ich verfalle immer so leicht in Holzarten, weil es ist ja auch Eichenholz, es ist hier, Eichenholz, ja, dann gibt es Birkenholz und dann gibt es Dschungelholz. Ich meine, was ist Dschungel für einen Baum, ja, also bitte.
Aber egal, wir wollen ja nicht pingelig sein, wir wollen ja nur hier ein wenig bauen. Nehmen wir uns mal die Hälfte von dem Zeug. Die Hälfte habe ich gesagt, so. Davon wieder die Hälfte und das machen wir dann einfach mal zu. Los Holzos. Und davon machen wir wieder ein bisschen was zu Treppen. Das machen wir am besten nach vorne. So. Ein paar Treppen haben bisher noch niemanden geschadet. So, 20 Treppen, das muss ja reichen für ein paar Tischchen. So. Da vorne rennt das Schaf. Das wollen wir. Das behelligen wir jetzt mal nicht weiter. So. Gut, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber hat auch was. Das sieht jetzt so aus, als wäre das praktisch hiermit verbunden. Und man kann das ja sogar so ein bisschen rumführen. So, und schon hat man schon so eine schöne Eckkombination, wo man ein bisschen was hinstellen kann. Das könnten wir natürlich schlau sein und sagen. Hopp, hopp. Gibt es hier eine schöne Sitzkombination? Vielleicht. Fernseher gibt es ja hier nicht, aber man kann hier zum Beispiel schön dann sitzen und seine Topfpflanzen begutachten, sein Cannabis, wie es hier schön wächst. Weiß ich nicht, irgendwas wird einem da schon einfallen. Vielleicht war es eine blöde Idee. Oder. War es eine blöde Idee? Man könnte hier zum Beispiel jetzt so ein kleines Bücherregal hochziehen. Ach nee, komm, ich finde die Idee zwar nicht schlecht, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden, bevor wir das umsetzen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist dann hier auch so einen kleinen Dreier zu machen. Ja, also, ne, einen kleinen Dreier-Kombinationsdresen zu machen, der praktisch, oder ein Vierer, der praktisch dann hier so rüber geht, dass man so ein bisschen was zum Abstellen auch hat. Ein Tisch, der einfach hier so ein Tresen, der hier so reinreicht, wäre auch ganz schön. Einfach damit der Raum so ein bisschen genutzt aussieht auch. Beim Tresen könnte man zum Beispiel auch noch ein paar Stühle reinsetzen. Das wäre dann so eine Art kleiner Tisch. So. Ziehen wir hier einfach noch da noch so einen etwas entfernteren Stuhl und hier auch. Da haben wir zum Beispiel so eine kleine Kombinationstheke, wo man dann auch zu zweit sein Frühstück einnehmen kann. Hier drüben wäre dann eher so was für die größere Gruppe. Ja, und hier, das wäre dann vielleicht der. Ja, das könnte auch so ein Arbeitsplatz sein. Zack. Ein größerer, wo man unten ein bisschen mehr Platz hat, wenn man jetzt irgendwie Lust hat, da, keine Ahnung, sich auf der Anrichte was zu machen oder so. Oder halt nicht oben zu arbeiten, sondern tatsächlich unten was machen muss. So, jetzt haben wir noch genau ein Treppchen übrig, aber das macht ja nichts. Hier muss ja nicht unbedingt was hin, da kann man sich das ja auch mit ein paar Bücherregalen, mit Büchern aus Leder drapieren. Ja, ich weiß, ich bin da sehr pedantisch, aber trotzdem, ich mag diese Idee einfach nicht. Mann, ich kann mich damit noch nicht anfreunden, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. So, vielleicht machen wir das auch anders, warte. So. Und den anderen machen wir so. Und schon sind die Stühle hier einfach rangestellt, wird halt gerade nicht benutzt, der Arbeitsplatz. Und damit hat sich das dann auch soweit erledigt. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Töpfe herstellen. Oder wie man generell die Töpfe herstellt. Wenn die jetzt aus Ziegel gemacht sind, weil es heißt, Töpfe sind aus Keramik und Keramik ist aus Lehm. Ja, dann werde ich aber kotzig. Wo war der. So. Freundchen. Und jetzt erklär mir mal. Erstmal müssen wir den finden. Den Topf. Der Topf. Aus drei Ziegeln. Natürlich. Wer hätte denn das gedacht? Aus drei Ziegeln. Gut, dass wir noch drei Ziegel haben, aber wir haben generell kein Lehm mehr. Das heißt, nochmal eine Lehmrunde. Juhu! Und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Man kann sie nur aus diesen drei Ziegeln machen. Gut, aber wir haben auch bloß eine Blume. So, hatten wir nicht irgendwo noch eine Schere, sag mal? Werkzeug. Ja, wir haben eine Schere. Die nehmen wir jetzt anstatt der Los Axtos hier mit. Sagt die Zeit. Gut, die Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen. Und ich würde ganz gerne, ich weiß aber nicht, wo es dieses spezielle Gras gab. Ich glaube, das ist Dschungelgras. Es gibt nämlich eine Grassorte. Gras. Ja, es gibt eine Rasengrassorte oder eine Rasensorte vielmehr.
die anders aussieht als dieses hier. Und deshalb möchte ich die haben. Die sieht aus wie so ein kleiner grüner Busch. Und ich finde, die macht sie als Topfpflanze einfach wesentlich schöner als diese rote und gelbe Blume. Ah, wir verhungern gerade beinahe. Ja, Brot ist wichtig. Ich habe mir gerade eben auch erstmal wieder eine Leckerei gemacht. Also anhand der Leckerei kann man übrigens auch sehen, dass ich ein sehr anspruchsloser Mensch bin. Da ist die Grassorte. Ich bin nämlich tatsächlich schon mit Kleinigkeiten zufrieden. Unter anderem beispielsweise mit der Tatsache, also tatsächlich esse ich sehr, sehr gerne einfach bloß eine Toastscheibe mit einem Stückchen Salami oder mit einer Scheibe Salami drauf, die dann mit Käse überbacken wird. Ja, oder besser gesagt, das sind zwei Toastscheiben. Zwischen den Toastscheiben kommt eine Scheibe Salami und auf die oberste Toastscheibe auch. Darauf kommt dann Käse. Das Ganze schiebt man dann in die Mikrowelle für etwa eine Minute bei 600 Watt. Das wird dann schön kross, knusprig, der Käse oben drauf. Und schon hat man mein Leibgericht, nämlich einen Salami-Toast überbacken mit Käse. Oh ja. Das ist praktisch mein, ja, es gibt Toast Hawaii und das wäre praktisch Toast, keine Ahnung was, Italy. Mit der Salami drauf. Würde passen. Naja, auf jeden Fall esse ich das halt wirklich gerne und das ist in den letzten paar Tagen sowieso mein Abendbrot jeweils gewesen. Ansonsten habe ich auch früher sehr, auch was ich früher auch sehr gerne gegessen habe. Wenn ihr jagt, also wenn ihr Jagdwurst mögt, das ist diese Gelatinewurst. Ich weiß nicht, wie die vielleicht in anderen Bereichen oder anderen Ortsteilen heißt. Ich kenne sie als Jagdwurst. Wenn ihr die halt kennt und mögt, und ihr auch Ketchup mögt, dann müsst ihr einfach mal Weißbrot nehmen. Also es geht auch handelsübliches Toastbrot. Also dieses American Toast beispielsweise würde auch ganz locker gehen. Oh geil, da geht's schön tief rein. Ja, zurück zum Thema. Es würde auch handelsübliches Weißbrot gehen aus dem Supermarkt, wie beispielsweise von Lidl oder so. Oder von Kaisers Golden Toast oder wie sie alle heißen und so weiter. Ja, Hauptsache es ist halt Weißbrot. Das müsst ihr so. Da müsst ihr praktisch Margarine, Butter oder was auch immer ihr gerne esst, nehmen, raufpacken. Und dann legt ihr auf die beschmierte Hälfte oder auf die beschmierte Scheibe legt ihr dann noch die Jagdwurst drauf. Dann schmiert ihr da Ketchup zwischen, also macht da schön Ketchup drauf. Dann legt ihr wieder Jagdwurst drauf. Dann kommt wieder die Scheibe, also dann kommt wieder eine mit Margarine oder Butter bestrichene Scheibe Toast. Und ihr habt ein wunderschönes, leckeres Sandwich. Das ist durch den Ketchup-Geschmack gar nicht mal so eklig, wie sich das zuerst anhört. Und die viele Wurst fällt einem gar nicht mehr auf. Ich glaube, ich werde mir demnächst auch wieder mal eine Jagdwurst holen. Ein bisschen Weißbrot habe ich ja hier mal immer im Haus. Und dann gucken wir doch einfach mal, was denn eigentlich so meine Kindheitserinnerungen machen, ob die da auch wieder heraussprießen. Ich habe einmal falsches Gras mitgenommen. Verdammt. Hohes Gras, Grasblock. Ah ja, das ist also ein Grasblock. Aha. Gut, dass ich das wusste. So, den Glowstone würde ich ganz gerne noch drin behalten. Die Blume nehmen wir mal raus. Die kommt dann auch in die Samenbank. Und jetzt stellen wir mal auf irgendeine Anrichte am besten. Am besten hier. Zack. Ah, Top-Pflanze. Sieht viel, also ich finde, es sieht besser aus als die Variante mit dem, wir müssen ins Bett. Als die Variante mit der Blume drin. Die stellen wir natürlich auch noch auf, aber mir gefällt die Variante einfach besser, weil das wirklich so ein bisschen nach Topfpflanze aussieht. Topfpflanze. Ich mag Topfpflanzen. Und es ist unglaublich, aber mir kam die Zeit eigentlich kürzer vor. Aber wir haben die Folge ja schon wieder geschafft und schon wieder 3 Minuten überzogen. Dabei habe ich jemanden ja versprochen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, dass ich mich an die Zeiten halten werde. Ich gehe hier mal wieder mit gutem Beispiel voran, aber damit das jetzt nicht allzu lange geht, würde ich sagen, wir stehen vor einer wunderschönen Ausrichtung, würde ich gerade sagen. Vor einer wunderschönen Einrichtung. Holen uns jetzt bloß nochmal die Wolle. Los Wollos, da hatten wir eine Kiste für. Wolle. Es ist nicht allzu viel Wolle. Aber gut, wir haben die Schere dabei. Das heißt, in der nächsten Folge geht es Schafe scheren. Was schert es der Schaf? Ah. Oh, eine Kugel. Dam, 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 dam. Ich höre dich, Zombie. Eine Kuh, die macht Mu. Eine Kuh, die macht Mu. Raus aus meinem Bambusfeld, du blöde. Oh. Sie ist gleich doppelt spendabel. Schutzgeld eingetrieben. Ja, so sind wir.
Oh, Alter. Ein eierlegendes Schaf. Alter, ich hab da hinten. Da waren doch gerade zwei Kühe. Ich hab's genau gesehen. Es waren vorhin zwei Kühe. Wo ist die zweite? Ach nee, warte. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ich. Die ist gedespawnt. Was soll. Das ist ja. Das ist ja eine. Das. Also, das geht so nicht. Das lasse ich nicht auf mich setzen. Da despawnt die, wenn ich die jage. Das ist ja wohl die. Das ist ja eine. Also, da. Das ist ja eine Frechheit. Oh, da ist eine Kuh. Ich komme. Und ein Schaf. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich beende die Folge. Verurteilt mich nicht. Ich bin auf der Jagd nach Leder und Wolle. Praktisch nach wolligem Leder. Aha. So, wo ist das Schaf? Das Schaf ist da. Schaf. Hallo, Schaf. So. Mäh. Ja. Oh, ey, lass mich raus. So. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, fällt mir gerade irgendwie so ein, ne? Kann das sein? Ich habe da sowas verlauten hören. Ich glaube, so etwas Ähnliches hat vorhin meinen Mund verlassen. So ähnliche Worte. Gut, dann, oh, es herrscht tatsächlich mal, einigermaßen Rast. Der Wolf ist wie gebannt von unseren Schafen. Na gut, ich wollte gerade sagen, es herrscht tatsächlich mal einigermaßen Rassentrennung, aber das ist hier das größte Mischgehege, was ich jemals gesehen habe. Und ich würde sagen, wir verziehen uns jetzt mal wieder ins Haus. So, sechs Beute, sechs Wolle haben wir als Ausbeute gemacht. Färbemittel haben wir momentan ja nur das Gelbe. Das Gelbe ist Färbemittel. Ich will mal ganz kurz noch was gucken. Färbemittel. Nur das Gelbe. So, drei, vier. Dann nehmen wir noch die Wolle. Da kommt noch das Graue dazu. Das haben wir ja noch gar nicht. Das ist auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, wie man zuerst einmal Teppich. Weißer Teppich. Na gut, ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber braune Wolle geht also auch sehr schön. Gelbe Wolle. Davon machen wir mal zwei. Machen wir mal. Hab ich wieder weg. Verdammt. So, machen wir mal. Vier. Dann haben wir nämlich hier tatsächlich auch sechsmal von der Sorte und den Rest an Wolle. Dafür haben wir nicht genug. Weiße würde ich vielleicht auch eher dafür verwenden, weiter zu färben. Zack. So, jetzt haben wir gelben Teppich. Ist zwar nicht ganz mein Stil, aber gut, gelber Teppich ist besser als nichts. Und der sieht ja hier auch gar nicht so hässlich aus. Jetzt können wir hier irgendwo gelben Teppich auslegen, ist auch was Schönes. Und das ist ja eine der Neuerungen aus dem. Oder was heißt eine der Neuerungen? Eine neuere Sache, dass man jetzt hier auch so Teppich auslegen kann. Ich habe ihn jetzt erstmal so platziert. Der wird natürlich hier nicht liegen bleiben, der kommt irgendwo anders hin oder wird noch größer, je nachdem. Vielleicht hier am Eingangsbereich würde er sich bestimmt gut machen. So ein schöner. Aber der musste dann so ein bisschen braun sein auch, damit das nicht so auffällt, wenn man sich hier die Füße abtritt. Aber okay, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann auch versuchen werden, die Einrichtung zu vervollkommnen. Aber ich glaube, wir können erstmal zufrieden sein. Also ich finde es hier schon schön, ziemlich schön. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar, ich glaube, wir werden hier einfach noch ein paar Stühle auch hinstellen. Weiß noch nicht, ob wir die dann so hinstellen. So. So. Ja, ich glaube, so können wir das schon lassen. Und ja, jetzt haben wir hier praktisch so ein bisschen Bar-Feeling zwar unten, aber das ist ja egal. Das ist ja sowieso eher so ein Aufenthaltsbereich von der doch recht modern wirkenden Scheune. Ich bin überrascht. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass die Kücheneinrichtung oder der Einbau der Küche hier sowieso schon leicht ins Moderne abgerutscht ist. Aber doch, ich finde es eigentlich ganz schön. Es wirkt eher wie ein WG-Zimmer als wie eine gastronomische, wie eine Gaststätte. Ich muss dazu auch sagen, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich versuche, einen so großen Raum wohnlich zu gestalten. Jeder, der meine Let's Shows sieht, weiß, die Wohnräume, die ich sonst gestalte, sind etwa um die Hälfte kleiner. Das liegt daran, dass ich natürlich hier extra groß alles gehalten habe. Hier oben sieht man es ja auch. Wenn normalerweise, hallo, wo habe ich einen Raum, wo ich solche Räume hier baue? Oder ein Gebäude, wo ich solche Räume baue? Ja, in keinem Let's Show habe ich jemals ein solches Gebäude gebaut. Den Turm hier muss ich ja gar nicht erst erwähnen, da ging ja einiges schief.
Aber trotzdem können wir, glaube ich, insgesamt sehr, sehr zufrieden sein. Und ich würde sagen, diese Zufriedenheit steigern wir einfach in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssikowski, bis dann. Ciao. Und entschuldige mich natürlich nochmal für die leichte Überlänge. Bitte köpft mich nicht. Okay, ciao. Bis dann. Tschüss. Arrivederci. Also jetzt wirklich Schluss hier. Ciao.